da das HCG noch eine große Rolle spielt, das Schwangerschaftshormon, und das beschleunigt die Fettverbrennung. Das bedeutet, alles, was ihr nach der Geburt schafft zu tun, geht halt einfach viel schneller als später. Und das ist so der Geheimtipp von mir, denn ich habe es auch persönlich bei beiden Schwangerschaften gemerkt. Das Wichtige ist unser Hormonhaushalt, liebe Mamis. Ich darf mich auch ausruhen, ich darf auch, keine Frage, klar, ihr habt es euch verdient, aber ihr müsst auch wissen, dass ihr in dieser Zeit das meiste bewegen könnt für euren Körper. Gerade ein Video abgedreht für euch, Style and Talk. Da sind wir jetzt auf ein Thema gekommen, was ich auch unbedingt erzählen muss, vor allem für die Mamis da draußen nach der Geburt. Und ein heiß begehrtes Thema, der After-Baby-Body. Ne? Also es ist ein Streitthema, es ist ein Diskussionsthema, es ist ein sehr deprimierendes Thema für viele Mamis. Dankeschön, den brauche ich jetzt. Ne? Also legen wir mal los. Ja. Prost. Keine Frage, jede Mami ist unterschiedlich, jeder Körper ist unterschiedlich, jede Mami verträgt die Schwangerschaft anders. Also grundsätzlich gibt es ja keine Grundorientierung, ne? Und vor allem, was während der Schwangerschaft passiert, natürlich beeinflusst das dann auch den After-Baby-Body, logischerweise. Gut. Angefangen damit, ich bin der Meinung, dass einfach Frauen, die auch vorher Sport getrieben haben, auch nach der Geburt, nach der Schwangerschaft viel leichter natürlich wieder zurückfinden und der Körper sich einfach viel schneller erinnert, egal wie viel man zugenommen hat. Warum ich überhaupt auf dieses Thema komme? Leo ist jetzt 10 Monate alt und ja, man sagt halt, dass die Rückbildung genauso lange dauert wie die Schwangerschaft. Bei mir hat die Schwangerschaft eben 40, über 40 Wochen, sogar 41 Wochen gedauert. Jetzt sollte sozusagen alles rückgebildet sein. Und an seinem Platz hoffentlich wieder. Deswegen bin ich auf das Thema gekommen und möchte auch darüber reden, was man machen kann und was ein super Geheimtipp ist an die Mamis da draußen, die unbedingt abnehmen wollen. Ja, ich gehöre zu diesen Frauen, die, weiß nicht, die Genetik, das Glück, den Segen von Gott, nennt es wie es wollt, die nach der Geburt einen flachen Bauch hatten. Das stimmt. Aber das ist auch absolut nicht normal. Also es ist ja auch okay, dass man danach noch einen Bauch hat und das ist einfach wieder bei jeder Frau anders. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ging auch bei mir ganz schnell mit dem Gewicht wieder runter nach der Schwangerschaft. Da muss ich dazu sagen, ich habe auch geschaut, was ich esse, weil mir auch wichtig war, was mein Baby bekommt durch die Muttermilch. Deswegen ist dieser Prozess vielleicht auch noch beschleunigt worden durch gesündere Ernährung. Aber das Wichtige ist unser Hormonhaushalt, liebe Mamis. Diese Zeit nach der Geburt, auch während ihr stillt, viele Mamis nehmen das auch so als Ausrede fast, dass man sagt, okay, ich stille mein Baby, ich muss genug essen, ich darf mich auch ausruhen, ich darf auch. Keine Frage, klar, ihr habt es euch verdient, aber ihr müsst auch wissen, dass ihr in dieser Zeit das meiste bewegen könnt für euren Körper, wenn ihr ihn verändern wollt natürlich. Da das HCG noch eine große Rolle spielt, das Schwangerschaftshormon, und das beschleunigt die Fettverbrennung. Das bedeutet, alles, was ihr nach der Geburt schafft zu tun, geht halt einfach viel schneller als später. Und das ist so der Geheimtipp von mir, denn ich habe es auch persönlich bei beiden Schwangerschaften gemerkt. Bei beiden Schwangerschaften, ich war früher mal abgesehen davon, bevor ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, er nennt mich auch liebevoll kleiner dicker Pinguin, ne?
ich hatte es ziemlich schwer mit Gewichtsabnahme, also mit Gewichtsreduktion. Ich habe sehr schwer abgenommen. Und nach den Schwangerschaften, gerade deshalb, ging es so. Ich habe einfach nur ein bisschen aufgepasst, was ich esse und mich wirklich viel bewegt, gezwungenermaßen, auch mit dem Baby, aber auch mich einfach selbst gezwungen. Ich habe mich wirklich selbst gezwungen, weil ich wusste, wenn ich es jetzt nicht mache, wenn ich sage, ich mache es später, ich mache es später, ich mache es später, zieht sich so das dahin und es kommt nicht so ins Rollen. Und deshalb, liebe Mommis, nehmt das wirklich nach der Geburt ernst. Vor allem die, die wirklich was verändern wollen, nützt diese Phase, in denen euer Körper sich noch nicht rückeinstellt, hormonhaushaltmäßig. Also nützt diese Zeit unbedingt, denn das nimmt euch sehr viel mehr ab. Und dann, wenn ihr sowieso mal drinnen seid, fällt es euch sowieso einfach. Aber das ist so mein größter Tipp. Denn viele Mamis machen es genau umgekehrt und ich habe auch viele Fälle gehört, die sich sogar nach der Schwangerschaft nehmen sie erst richtig zu, weil sie auch der Meinung sind, sie müssen halt sehr viel essen wegen der Milch und so weiter und so weiter. Eure Babys bekommen das Wichtigste, was sie brauchen. Ihr müsst nicht mehr essen, sondern ihr müsst das Richtige essen. Das ist der Clou dahinter. Ich zeige euch jetzt mal hier, so habe ich ausgesehen. Am Tag der Geburt, so riesig war mein Bauch und das war ein Tag danach. Und so sehe ich jetzt aus. So, ihr Lieben, hier auch jetzt der Check im Spiegel. Ich zeige euch das jetzt, wie das nach 10 Monaten After Baby Body mit Leonidas 2 Schwangerschaften ausgesehen hat. Das ist der momentane Stand. Ja. Also, wir arbeiten dran, ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt auch wieder zugenommen. Also ich war jetzt wieder schwammig durch das Auswandern und wir haben viel Fastfood gegessen. Ich habe auch keine Entschuldigung dafür, ne? Ich kann mich da auch selbst oft nicht am Riemen reißen. Aber ja, jetzt merke ich halt nach 10 Monaten, fängt es an langsamer zu wirken. Also egal wie, also natürlich, ich versuche so gesund wie möglich mich zu ernähren und noch immer viel Sport zu machen, aber ich merke schon an meinem Körper, dass er wieder verlangsamt Fett abbaut und deswegen nützt es, solange es hält. Denn das ist vor allem ein guter Start ins Abnehmen, finde ich. Weil wenn man loslegt und gleich kleine Ergebnisse sieht, dann ist es sofort im Kopf anders vorprogrammiert und es geht ja alles aus dem Kopf heraus, wie ihr drauf eingestellt seid. Ja, das wollte ich jetzt nur noch kurz mal loswerden für die Mamis da draußen. Ich hoffe, dieses Video war für euch informativ. Falls ihr Fragen habt, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare drunter schreiben, falls es das Video euch gefallen hat. Interessiert euch eigentlich dieses Thema? Sollte ich da ein Video machen, wo ich vielleicht tiefer in die Materie gehe? Schreibt es mir vielleicht in die Kommentare. Oder wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, sehe ich, okay, dieses Thema gefällt euch. Und dann mache ich da auch gerne mehr Videos drüber, auch welche Übungen ich so mache, was ich so esse und wie das auch so wirkt auf den Körper. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Muah.